will ja vorbereitet sein. Aber wenn die Kanone entladen, bevor du den Krieg ziehst, ist es nicht falsch. Naja, klar, weil ich kann ja nicht immer so angespannt mit euch spielen. Kriegt man ja immer so schlechte Laune. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play War Thunder mit mir, dem Michael Cooper. Und heute spielen wir mal wieder Back to the Roots Panzer 3. Zwar dünn, aber lang. Und damit gebe ich zu TH. Dünn, aber lang, das passt ja noch gar nicht zu mir. Ich meine, lang ja, aber nicht dünn. Sag hallo. Bei mir ist eher monströs und ach egal. Hallo. Ich dachte, deiner ist zwar nicht so lang, aber dafür mehr Stimme. Das kannst du so nicht sagen. Und wie wir gerade sehen, eine MG, die schnell feuert. Das erinnert mich doch an den Sir Maxer. An was du dich immer alles erinnerst. Schön merkwürdig, war. Also was der so für Dinger raus heute. Heute mal wieder Lust, mal Panzerchen 3. Ne? Das hat der Tier ich mal empfohlen, dachte mal. Ja, da ist ja mal schön. Bisschen mal back to the roots. Panzer. Mal wieder Lust auf Panzer? Wir haben einen Durchlauf aller drei Runden. Müssen wir einmal Panzer spielen? Panzer, geht Panzer, nicht um Lust. Panzer. Ja, da hat er recht. Ich spiele doch gerne jo. Panzer. Oder ich wurde nicht eingeladen. Also geht das mittlerweile nach Lust? Gut, dann tun wir mal abwechselnd nur noch Panzer und Flugzeuge spielen. So, nie mein Freund. Ich habe gestern die Innengröte, das habe ich dann auch schon wieder vergessen, den ersten Schlachtkreuzer der Geschichte erspielt. Das ist total toll. Ja. Das ist super. Und das wandert bei mir in die Kategorie, was keiner wissen will. Ihr seid solche Marine-Banausen. So, jetzt macht mal ready hier. Ist gerade einfach gute Laune. Ja, es ist Geschichte. Lass die untergegangenen Sachen doch mal ruhen. Wir spielen da damit. Der war nicht schlecht. Ja. Huber, ich muss jetzt verstehen, es ist weg. Es ist untergegangen. Es ist vorbei. Unter dem Meer. Ja, nein, fang jetzt nicht damit an. So, oh Gott, ich habe hier die Munition, viel zu viele Schuss drin, das gibt's ja nie. Auch bei Roller. Na, der Wurf nach. So, ja, 25 davon, 20 davon, das muss reichen. So. Ja, ich habe jetzt hier Panzerbrechen. Ja, wir starten bei Richtung A. Richtung A, ne? Okay. Was, wie viel Durchschlag hatten die? Rum, rum, kommst du endlich, Huber? Der P3 hat sich ja auch verändert, ne? Bitte? Wieso? Der grün geworden. Wer nebelt denn hier schon wieder rum? Das ist die Frage, warum sieht meiner anders als der Thomas sein? Weil du die Winterketten drauf hast und ich nicht. Ja, aber meiner ist ausgebaut. Ja, meiner ist auch ausgebaut. Ich habe nur die Winterketten wieder ausgebaut. Genau, ich wollte gerade sagen, du musst dich hier Winterketten wieder einbauen. Das sieht so geil aus. Wie Tuning. Weil es mir einfach lieber ist, ein bisschen mehr Seitenpanzerung zu haben gegen Hohlladungsgeschosse. Ach fuck, deswegen habe ich die Seitenpanzerung nie. Weil diese scheiß Winterketten, oh nein! Ja, weil wir so viel Hohlladungsgeschoss auf der Schuhe haben. Gut, wo? Panzer 3N zum Beispiel. It's a long way. Diverse T28 haben Hohlladungsgeschosse. Schau schon noch. Oh. Alter Junge, was ist denn bei dir falsch? Ich will gucken, wo du hinschießt. Ich versuche die Gegner zu töten und der rachelt mir rein, wie Bekloppter. Konzentrier dich vielleicht mal aufs Spiel. Entschuldigung. Du nicht nebenbei schon wieder masturbieren. Sag Drische mit Hentai, weißt du? Meine Güte, das mache ich alles vor wir in den Krieg ziehen. Also. Da will ja vorbereitet sein. Aber wenn die Kanone entladen, bevor du in den Krieg ziehst, ist es nicht falsch. Naja, klar, weil ich kann ja nicht immer so angespannt mit euch spielen. Kriegt man ja immer so schlechte Laune. Wird aggressiv. Ist da vor uns was? Ja, da ist man jetzt. Ja, ein D2, genau vor dir neben dem Haus. Ja, ich sehe es. Und das ist ein blöder Lago. Ja, ich sehe es. Ja, na klar, Munitionslager direkt. So ein Quatsch.
Ah, nee, das ist ein Franzose, fuck. Der war neben mir, der Lager. Von rechts. Au. Aus der Mitte raus. Aus dem. Auf dem Platz, wo die Kirche steht. Er ist von hinten beschossen. Ja, auf dem Platz, wo die Kirche steht. So eine kleine miese Ratte. Okay, ich fahr mal andersrum. Guck mal, wo der Drecksack ist. Rechts, hast du gesagt, ne? Ja, hab ich noch genug? Ich hab noch. Na, mir ist deine Meinung völlig egal. Was? Ich fahr, ich hab noch Knoten drin, fällt mir auf, das viel schlimmer. Knoten? Wir haben. Oh, jetzt. Hugo, bist du da? Ich bin tot. Hier surrounded? Ja, ich wollte gerade dich supporten, aber jetzt ist du, ich hab. Ich steh hier mitten auf dem Feld. Genau, rechts. Hallo. Ich steh nie auf dem Feld, ich bin in der Stadt. Ja, der Typ stand genau neben dir. Der stand nicht genau neben mir, der war hinterm Haus. Jetzt, der ist dann vorgefahren, ich hab ihn nicht gleich gesehen. Ja, nimm mal hier, komm. Das sind drei Leute in der Luft, das ist gut. So, I'm coming. Ich kann nicht, wenn wir. Ich kann mit Panzer nicht mit Knoten fahren. Das habe ich natürlich vergessen. Ja, da musst du den Knoten nur abmachen, sonst fährt der Panzer nicht los, wenn du die angekettet hast. Das ist fun. So, ist noch irgendwas großartig in der Luft, was mich unterstützen kannst du noch? Aktuell würde ich jetzt das mir nicht sagen. Eine BF und eine P39. Jetzt machst du, wo fährst du hin? Wir müssen zu A. In der Mitte ein bisschen was zu sehen. Ich weiß, aber wir können nicht zu A fahren, wenn wir die ganze Zeit in die Flanke geschossen werden, fährt das in der Mitte aus. Ja, hast du die gesaved? Aber das sind doch welche von uns. Machen hier die denn da? Hier steht ein Lago oder was. Direkt neben mir links. Ja, da kommt doch noch was angefahren. Ich seh's. Ja, klar. Laut nach. Okay, geht ab. Okay. Ja. Okay. Ich hab ihn, der ist glaube ich zu dir kam. Ja, guck mal Jungs, direkt vor mir. Seht ihr das? Ich weiß, wo er ist, ich hab ihn gesehen. Okay, versuch zu flanken. Ich komm von links, also der ist eins vor dir, sagst du. Oder in der Seitenstraße ist er drin. Ah, na klar. Aua, was war denn das? Scheiße. Du brennst die? Schon wieder ein fetter Franzose. Das war eine Frage. Weil ich bloß den Qualm gesehen habe über dir. Ich muss gerade reparieren. Schon wieder fetter Franzose. Er steht neben mir rechts gewinner. Direkt. Ach fuck. Da. In ich kann Richtung, aber nicht. Direkt neben mir steht er noch. Scheiße, ich bin gleich tot. Okay. Ja, weil hier gar keiner mitmacht. Ja, wir sind hier völlig alleine gelassen. Ah, ich bin tot. Ah, ich wollte gerade abschießen, den anderen. Ich hab zwei hier gerade. Ah, fick die Hölle, ey. Wir waren alle irgendwo bei C und B rumtreiben. Komme. I'm coming. Ich bin jetzt nicht hier. Was? Okay, ich nehme mal die Dingsgeschütze. Die haben zwar keine Explosionskraft, aber die geben ein bisschen mehr Durchschlag, wenn hier die Franzosen rumhucken. Max, bleib bitte da und zieh dich ein bisschen zurück. Du hast rechts neben einer und vor dir ist eine Valentine. Ja, ich weiß. Links in dem Gang ist ein dicker Franzose. Ich komme schon von der leicht linken Seite. Oh, der ist gerade neben dir, Max. Ja, alles gut, das kriege ich hin. Ich habe einen großen P4 mit der großen 7,5. Also überall da komme ich durch, das ist kein Problem. Jetzt geht er nicht ums Durchkommen. Meistens wirst du ja niedergeschossen. Ja, ich stehe in einer relativ guten Position, dass ich alles überblicke.
So, Tiersch ist rechts, Cooper ist links hinter mir. Und ich bin auch noch neben dir. Ach fuck, ich komme hier durch die Fraxen hier, was ist denn das hier so? Ne, ich komme nicht durch, sorry. Okay, ne, das klemmt los. Hast du irgendeine Info für mich, T? Irgendwas? Bis jetzt? Im Moment nicht. Links, rechts von mir? Kann fahren? Gut. Rechts ist ich aber beim Cap. Ich versuche links die Straße zu reinigen. Bis jetzt sieht es erstmal relativ übersichtlich aus. Hier links, wo ich jetzt bin, auf der Straße warm welche. Guck mal, ob du die flanken kannst. Die sind aber weg, wie es scheint, ja. Oh, da ist ein Bomber. Fuck, was ist das? Dann ruhig mal eine halbe Sekunde stehen bleiben und mal kurz horchen. Ob man was hört. Ja. Ich höre bloß ein Flugzeug, was runterkommt. Aber du kannst es nach ein paar Spielstunden oder gut, relativ gut einordnen, wo, die, wo das Sound herkommt. Bei dir ist alles klar davon? Ach, so ein bisschen weiter vorgekommen. Okay. Ich bin hier auf einer Linie mit den vorderen. Komm ich. So, jetzt sieht's gut aus. Ich fahr mal links und guck mal, ach, da ist was. Ups. Ich guck mal, ach, da ist was. Ja, einfach. Bipscht. Nicht nur Alpha-Bips oder Alpha-Bips noch einmal. Noch einmal. Tja, es sind noch so viele Leute übrig. Die Max ist da vorgefahren, okay. Ja, sieht doch gut aus jetzt. Wir sind doch, ja, wir haben da vorgerückt. Hier nochmal. Aber ich bin zu vorsichtig, oder? Oh, die fliegen alle, oder was? Genau, auf Kopf gehauen. Aber das Gute ist, wenn ich weiß, dass so viele Flugzeuge rumfliegen. Ja, Flugabwehr rausholen. Weil wir haben ja gar keine Flugabwehr. Nee, im Moment nicht. Gut, C wird zurückerobert. Naja, C ist ja erstmal relativ egal. Wir können doch unser C nicht einfach so. Das ist der ABC und nicht bloß AB. AB oder Chili. Habt ihr eigentlich im letzten Update-Trailer das Easter Egg gesehen? Gerührt oder Spiegel oder gekocht? Oh, da ist ein Haus, da sehe ich natürlich viel. Super. So, haben wir denn hier irgendwas? Ne, die sind alle bei C jetzt oder wie oder was? Möglich. Ja, unsere Trucks sind da vorne rum. Jetzt tun die natürlich alles Bodencampen, damit sie Punkte sammeln. Also wer sowas macht, das gibt's nicht. Ja, das Problem ist ja weniger das Bodencampen, sondern die Flugzeuge, die überall rumgurken. Ich hab 3 runtergeholt, ist wieder frei. Was? Ja super, wenn ich einsteige, hast du dir 3 runtergeholt in der Zeit. Na klar. Es tut mir ja leid, dass das Flugzeug, was brennend abgestürzt ist, nur noch eine Bombe auf dich draufgeworfen hat. Ja klar, ich hab dich schon abgeschossen vorher. Deswegen hab ich ja den Abschusshilfe gerichtet. Und wo kommt das denn jetzt? Scheiße, ich bin's gerade. Aber eine schön, es wäre jetzt eine schöne Runde also für mich. Na klar, auf mich oder was? An M3D von hinten. Ja, ich kämpfe schon gegen so ein Ding.
Weißt du, du noch B zurückerobern? Was machen denn die Leute hier? Was? Ja, das ist einer, der C runtergesprungen ist und rübergefahren ist. Weil ist ja vereist. Dann fahren wir mal zu B. Dann machen wir einen aktiv Flugabwehrdienst. Also hier kann man so geil Flugabwehr üben. Die alle so langsam und tief fliegen. Na, ich muss da mal durchkommen. Ich prall da ab, das gibt's ja nie. Abschüsse! Alter, ich tue hier 12.347 Millionen Schuss auf das Mist hier abfeuern. Und dann krieg ich eine Abschusshilfe. Wie wäre ich, wenn du mal triffst? Ich hab da die ganze Zeit getroffen! Nimm doch die durch, verdammte Scheiße! Schüsse abfeuern ist so eine Sache. Du musst auch treffen. Ich hab getroffen! Oh, Helden auf der Panzerfahrer hab ich gleich. Sogar meine Battle Pass abgeschlossen dort. Heldenhafter Masturbator hast du. Ja, das hab ich auch. Ach ja. So, komm, eine Runde jetzt noch. Eine jetzt noch rein. Eine jetzt noch. Eine jetzt noch rein. Warte mal, aber. Nämlich der TH hat nämlich recht. Modifikation. Warte mal, aber. Winterketten ab. So, bereit. Hey, ich hab's da abgemacht. Das sehe ich dann bloß im Spiel, oder was? Nee, das hab ich nicht gemacht. Nee. Du musst das Hähnchen einfach rausmachen. Ja, ja, ich hab was falsch. Ich hab beim Laufwerk. Wo sind die Winterketten? Ach, hier. Ah, hier. Winterketten. Das ist knuffig. Ich finde den nur irgendwie originaler ohne Winterketten. So viel hat das ja gar nicht Traktion mehr, oder? Das sind bloß mehr in den Schnee ein. Naja. Egal. Dann, ihr seid ready. Dann. Auf, auf. Da, da, ich geh dann gleich mal zeitiger mit der Flugabwehr rein. Das macht vielleicht Spaß auf der Stufe. Die sind ja alle so lang, ne? Die trifft dann noch so. Das ist bloß die, wegen dem paar mehr Durchschlag, wie ist das im Explosionsdinger. Oh Gott, ja. A, B und das C. Ja, Ich will A verschlagen. Von A kann man nämlich auf alles andere mitkämpfen. Genau, also den Panzer 3M und zu A. A, A. 137. Genau, das würde ich zwischendurch noch vorschlagen. 3M. Ringtüten. Ach scheiße, ich bin natürlich auch vergessen hochzublicken. Ich komme, wartet auf mich. Ah, Gruber. Der Gruber wieder. Das sieht doch viel besser aus mit den normalen Ketten. Er ist ja okay mit der jetzt, da kann man sie abmachen. Ja. War ja bloß wegen optischen Aussehen vor uns im Winter. Ja, ja, natürlich. Ne, ist wie gepimpt, als hättest du früher Bretleben drauf gemacht. Das sollte eine Option sein wie eine Tarnung. Dass wenn du siehst, dass du eine Winter-Map hast, auch die Winterketten drauf machen kannst. Das ist geil. Weil offiziell gesehen dürftest du ja dann eindeutig im Schnee ohne Winterketten ein Stückchen langsamer werden. Ja, weil du ein wenig Auflagefläche hast. Du sinkst so tief ein. Oder mit der Matsch und sowas, ist einfach eine Sicherung gewesen. Genau. Singen der Wein. Na 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 na. Bist du ein blödes Schwein? Doch, wir sind ja gar nicht hochgerutscht. Nein. Warte, 4G. SD-Kopf-Set bei Bewegung. Oh. Naja, das ist 3-7. Oder ja, bei wir uns sind 3. Ja, wir sind ein Dreier-Team, da werden wir uns nicht bei 2-3 reinmatchen. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Sollen wir das mal triftig erklären, warum das nicht der Grund sein soll?
Weil wir zusammenarbeiten können und deswegen einen Vorteil haben. Ja, wir zusammenarbeiten. Ja, ich weiß, das ist bloß die Theorie. Ja, aber gut. Das ist ja allgemein. Das sollte ja theoretisch funktionieren, da gebe ich dir recht, aber... Denkst du, sie siegen das? Ach, oh Gott, das sind die drei. Komm, match die mal bei 1-3 rein. Besser ist das, du. Hallo? Gibt ja was drüben was zu sehen? Ich komme den Berg nicht hoch. Oh Gott, nein, das ist schon wieder dreckig. Meine Fräse. Die haben da aber eine schöne Schürze. Ja, guck mal, das hier in der Mitte mit den Action. Wir wollen mal lieber ein bisschen darüber. Okay. Was war das denn? Oh. Hier in der Mitte ist ein paar Panzer. Ja, den habe ich gerade gemerkt. Ja, super. Oh, das war ein... Oh Gott, die sind scheiße gematcht, oder? Das war ein... Das habe ich doch gesagt. Ja, wir sind scheiße. Also richtig scheiße gematcht. Das war ein T34. Kannst du... Kannst du mit dem langen Rohr war das ein T34. Mhm. Was für absolutes Lot hier sind? Ach, naja, ich glaube, das 3-7, das ging auch. Ja, na, 3-7, ja. Ein Dings ist doch 4-0 oder so mit Langrohr. 4-3. Oder 4-3, auf jeden Fall 4. Au, wer schießt denn auf mich? Auf jeden Fall hier T-34. Lange 76. Ich starte schon wieder in der Mitte, warum? Ist heute nicht mein Tag. Ist einer von uns? Da ist was. Hast du gesehen? Ich hab nicht gesehen. Max, ja, du stehst genau, du schießt, du guckst schon in die Richtung, ne? Du schießt auf mich. Aber hinter dir ist irgendwas. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ja, das ist ja ein großes Doppelpack. Steht aber einer von uns. Das ist 4-3, das sind die Premiums. Hä, ist der nicht von uns? Ach nee. Da brauchst du jetzt nicht mehr versuchen, die stehen da drin und snipen alles ab, da kommt keiner mehr hin. Hey, du 3-3-5, na klar. Na komm schon. Gott ist unser. Gott ist der Spawn von der Seite assi, Alter. Ja. Du kannst halt nirgendwo wirklich gut reinschießen. Ich sehe den, aber ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich könnte ihn von der Seite wegmachen, weil er gerade beschäftigt ist. Oh, ich kann mich aber nicht bewegen. Komm, reparier. Du kommst ja auch nirgendwo mehr wieder hin. Geh jetzt vorsichtig. Ja, ich sehe zwar die ganze Zeit den. Mündungsfeuerblitz, aber ich kann, der steht so beschissen hinterm Stein. Fahr nicht, wenn ich da kämpfe. Oh Gott, bist du dumm. Gott sei Dank hat er mich gut getroffen. Ich komm da nicht durch bei dem Wichser. Das hat irgendein anderer gut getroffen. Der T-4-3 steht am Turm. Oh Gott, was ist das denn? Eine Jär, Gott sei Dank. Knallt gleich bis auf. So ein Quatsch. Wie sieht's B? Scheiße, wo war das? Ich hab ihn gesehen, ich wusste, wo er stand, aber ich war natürlich mit dem ersten Treffer bewegungsunfähig geschossen. Ja, das ging mir gerade so. Immer richtig. Komm da, das ist eine lange Fünfer, warum komme ich da nicht durch? Na klar, jetzt, wenn es kritisch wird, haut es mich das Spiel wieder raus. Ist logisch. Ja, komm, du verkackter. Na komm schon.
geklettert. Und irgendwo anders schießen wir ihn hin. Das gibt's ja nicht. Irgendwo im Wald muss er noch stehen. Wäre er noch da? Ja, gut. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ah, ah. Ja, du kommst das. Ja, T-35 ist genau vor. Weil die flanken mich hier. Ist der eine weg? Hier jetzt genau links von dir. Ach, da. Ja, ich sehe es. Er steht aber so beschissen in seinem... Ja, du hast aber eine Stuck noch hier stehen. Wo ist der? Kannst du mir anzeigen, wo der ist? Direkt hier. Der ist markiert. Scheiße, hinterm Berg. Fuck. Weil ich könnte von der Seite ran. Ich versuche von der Seite ranzukommen. Ah, das sind zwei. Ja. Der ist ja nur zum Spawn, der ist markiert. Ah. Ich riskiere, oh Gott, ich bin weit abgeschossen, der. Ich bin jetzt nicht mehr. Wow, geiler Treffer. Durch die Dachluke. Komm schon. Hast du weg? Sehr gut. Ja, dann machen wir zusammen zur Auge, oder? Angeklopft. Ja, muss man ja. Irgendwo sind sie dort am... oben in der Ecke, oder? Ich komme einfach mal mit. Dort steht er. Siehst du, der guckt von oben runter. Noch so ein T-34. Ja. Wo? Genau am Auge. Der kommt gerade rausgefahren. Getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Siehst du einfach wieder zurück? Ich mach auch keinen Schaden, Alter. Der wird angebumst und gedämmelt. Ja, ich hab den jetzt schon zweimal getroffen, aber ich komme nicht durch. Zieht sie einfach zurück, ohne dass irgendwas gewesen ist. Genau. Einfach drauf gedämmelt oder passiert nichts. Dann ignorieren. Erstmal rein. Jeder sieht mich. Okay, ich zieh mich zurück. Lenken ab, Sisse, da könnt ihr. Ja, komm, ich bleib hier, ich lenken ab, dass ihr auf mich zielt. Weil ich bin in einem Busch. 42 Stück mach hoch, die würden wohl clearen können. Das sind Steine, wo ich ihn jetzt rufen, das sind Steine. Ah, ne, der hat die 42 gerade. Ne, was war denn das? Irgendwas war das. Das sind ja auch Russen. Die sind sowieso alle ganz hart drauf. Ich werde erstmal Artillerie reinwerfen, oder? Ich hab mal an der Seite erwischt. Alter, ich erwisch den ständig, aber... Die russischen Spieler sind sowieso alle total hart drauf. Baller einfach hier. 55 Zoll Monitor. Ach, scheiße, ich hab... Ach, die sind leer. Ach, fuck. Ich hab meine durchschlagkraftigen Dinger schon alle geschossen. Okay, wo seid ihr? Seid schon an der Seite ran. Okay. Über den T-34 haben sie jetzt gerade, ja. Haben sie. Ja, das war so der erste. Jetzt kommt deine Arti. Ja, ich tut mir leid. Ich könnte ja noch nicht riechen, dass er so reinguckt. Schon gut. Wir werden jetzt Captain versuchen zu uns. Wenigsten Punkte gleich wieder generieren, weil die bei C ja wieder zurückkappen. Wer dann schießt? Du siehst denn was? Ja, es sind zwei Lokus. Das ist richtig sehr. Ah, und zu T-35 noch. KV-1 oder so. Oh Gott, vor uns ist auch noch irgendwas, haben sie gerade angezeigt. Ach, da hinten. Ich sehe natürlich wieder ein offenes Feld hier. Oh, vor uns die. Okay, wo? Den P3 hat sie gerade zerrissen, einfach gerade durchs. Die Stuck hat eine gedrückt. Ah, der ist hier, okay. Mensch, Stuck, bleibt doch nicht dort stehen. Appen. Da war doch gerade einer, verdammte Scheiße. Na super, ich bin wieder hier alleine auf dem Feld. Ich bin jetzt mit hier hochgefahren, um zur Not noch ein paar Flugzeuge abzuwehren. Was ja auch richtig ist. Richtig und wichtig. Ach, weil fuck, wenn die Flugzeuge euch abschießen zu spät, wollen. Ich bin jetzt gleich tot, der hat mich schon wieder erwischt.
ist es recht schwierig, von weiter weg irgendwie zu versuchen. Ja. Alte Kackpratze. Ja, dann schnappen dir. Ich bin tot. Ach, leck mich doch, ist doch eine Scheiße. Ey, bei den T34 kommst du nicht durch. Weil der kommt. Das kann doch nicht sein, dass den seine Mumpel von der Seite durchgeht. Durch meine ganze Kettenpanzerung, durch das. Gibt's da nie. Der fährt hier unten gerade voll in Bera in der Typ. Mit seinem T34. Ja. I mean. Geh jetzt links. Ja, wo? Genau, rechts neben dem Stein. Ja, ist... Ja, brutale Hardcore-Rüssen. Alter, der ist so weg. KV1, ist es. Na klar. Ist derselbe, der vorhin mit T34 die ganze Zeit rumgebrockt ist. Ja, Hardcore-Rüssen, sag ich doch. Der Stufe ist schon fies. Ich versuche mal nochmal mit der HS E23 zu landen. Hey, T! Hey, du hier! Moin! Ratatatatata! My body is your weapon. Ach nee, mein Flugzeug ist your weapon, so! Ach, leck mich doch schon wieder Platz 12, ich komme immer zu spät! Nee, also, my body is your weapon, das wäre jetzt auch zum Aussagen gekommen. Ich hätte kurz vor euch am Fußball geschlagen, wenn die Bomben fallen lassen. Ja, töte! Ja, wahrscheinlich. Und weil du neben mir auf dem Boden aufgeschlagen wärst, wärst dann mein Buddy is a weapon. Entschuldigung. Genau. Ja. Schön, war scheiß Runde. Ah. Ja, ja, es ging. Ja, für euch wieder, ich war wieder zu spät. Nicht dafür wart ihr bei der ersten Runde deutlich besser wie ich. Nee, ich wurde, da war ja bist du versammelt. War ich wieder zu spät davor. Platz 5 oder 6 warst du? Nee. Ich war Platz 10. Doch. Ich war Platz 12. Also die zweite Runde war für alle kacke, also da lief's gar nicht. Da lief's für dich besser oder in der Mitte? Nee, ich komme immer zu spät. Dann habe ich Zielscheibe gespielt, komm nicht durch. Ja, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch positiv. Ja. Nervt. No. Wenn du Zielscheibe bist, ist es positiv. Natürlich, für euch. Ist schon klar. Für mich kacke. Du hast einen wichtigen Dienst für die Gemeinde getan. Das musst du dir einfach immer wieder zu Gemüte führen, das ist so. Ich weiß schon, warum ich gerne Schiffchen spiele. Du bist sozusagen ein sehr wichtiger Teil für die Gemeinschaft. Ja. Verstehst du das nicht? Ja. Habt ihr denn alle schon 6-0 Schlachtkreuzer? Nein, wozu brauchen wir die? Okay, naja, gut. So, scheiß Spiel für mich, schönes Spiel für euch. So, mein Kuh sagt, ciao, jetzt macht ihr mal hier die Abmoderation. Ich hab keinen Lust mehr. Der Kuba ist wieder Krummel-Kuba. Krummelkuper, das klingt aber schön eigentlich. So gut. Nicht vergessen, abonnieren, liken, ruhig mal einen Kommentar da lassen. Am Glöckchen rumspielen. Hat noch jemand was anderes zu sagen? Der sage, sprich jetzt. Gut, dann cut it out.